Nach 4 Spielen ohne Punkte war es vergangenen Sonntag am heimischen Danube-Feld in Saarling soweit. Die Mostviertler Bastards empfingen die Predators aus Steyr und konnten endlich ihren ersten Erfolg in diesem Jahr einfahren. Das Spiel war von Beginn bis zu Ende von starken Leistungen in der Defense sowie konstanter Arbeit in der Offense geprägt. In der ersten Halftime schrieben zuerst die Gäste am Scoreboard an. Nach einem langen Pass mit anschließendem Raumgewinn über den Lauf schafften es die Predators bis kurz vor die Endzone der Bastards. Mit einem Lauf über die Seite konnten sie den Ball über die Goal-Line tragen und scorten somit den ersten Touchdown im Spiel. Die Bastards konnten im Verlauf des Spiels den Ball gleich dreimal intercepten. Zudem schafften es die Defense-Line und die Linebacker der Bastards, den Quarterback der Gäste oft unter Druck zu setzen. Quarterback-Sacks konnten unter anderem Hannes Aigner und Andreas Stockner verzeichnen. Die ersten Punkte auf Seite der Bastards kamen dann über einen Pass von Quarterback Konstantin Kloß an Jakob Zeitelhofer zum Touchdown. Die anschließende Two-Point-Conversation wurde durch Christian Osanger verwandelt. Somit stand es 8:7 für das Heimteam. Im zweiten Offense-Drive nach der Halftime konnten die Bastards wiederum durch einen Lauf von Osanger noch einen weiteren Touchdown erzielen und somit auch den Endstand von 14:7 herstellen. Der erste Sieg der Saison gab auf Seiten der Bastards jedenfalls Grund zur Freude. Es war eine knappe Partie, es war prinzipiell in Steyr eine ziemlich knappe Partie. Heute war es sehr intensiv, also es war ein sehr defenselastiges Spiel, aber unsere Defense hat eine super Leistung aufs Feld gebracht. Die Offense hat nachher auch noch das gemacht, was auf jeden Fall notwendig war, und so gehen wir heute mit dem ersten Saisonsieg vom Platz. Heute haben wir meiner Ansicht nach die Fehler einfach nicht gemacht. Wir haben nicht gleich irgendwelche unnötigen Touchdowns bekommen und ja, dann sieht man eh, was drin ist. Also war heute ein cooles Spiel, finde ich. Ich hoffe, auch die Zuschauer haben ihren Spaß gehabt. Die Leistung des neu formierten Teams geht also stetig bergauf. Neue Spieler sind bei den Bastards übrigens jederzeit willkommen. Vom Team her, wir haben ein paar gute Rookies ins Team gekriegt, die auch super Leistung zeigen. Also hat man heute gesehen, hat man die letzten Spiele auch gesehen. Also Rookies teilweise wirklich aus der Jugend heraus, aus dem Flag Football heraus. Aber auch Leute, die vorher noch gar nichts mit Football zu tun gehabt haben. Wir sind natürlich immer froh, wenn wir neue Gesichter sehen. Also es ist so, dass wir an so einem mittelgroßen Kader haben. Wir würden uns immer freuen, wenn wir da quasi aufstocken können natürlich. Es läuft auch tatsächlich aktuell ein Einsteigerkurs, immer am Dienstag um 18.30 Uhr in Saarling. Einfach kurz melden, also entweder über Facebook, Instagram oder per Mail ganz einfach vorbeischauen und einmal reinschnuppern ins Football. Bestimmte Grundkenntnisse oder körperliche Voraussetzungen braucht man für diesen Sport keine. Das ist das Coole an American Football, dass so viele verschiedene Positionen gibt, wo man verschiedene Leute braucht, und ja, da ist für jeden was dabei. Neben den Spielern braucht es aber auch Sponsoren, die einen regen Spielbetrieb ermöglichen. Danke mal an die Sponsoren. Also wir sind sehr froh, dass die Sponsoren auch über die schwierige Zeit, die letzten 2 Jahre eigentlich schon sind, zu uns holen und weiter den Football im Mostviertel unterstützen. Ganz herzlich bedanken wir uns auch bei der Firma Wüsterstrom und Bernhard Wüster, der heute die Matchpatronanz übernommen hat und uns auch so unterstützt. Lautstarke Unterstützung brauchen die Mostviertler übrigens auch am 16. Oktober. Ein Spiel haben wir noch, das ist nächsten Samstag, auch wieder da in Saarling. War voll cool, wenn da viele Zuschauer wieder kommen, also nächsten Samstag vormerken, da in Saarling wieder. Und wir hoffen natürlich, dass wir wieder gewinnen, so wie heute. War, glaube ich, ein cooler Football-Nachmittag. Gegner bei der nächsten Begegnung sind die BSK Ravens aus Bischofshofen.